Are you out of your goddamn mind? What did the doctor just say about straining yourself? You can barely hold a comb. Leave that damn thing alone. Super Ansprache. Hilft uns aber nicht weiter. Ich brauche einen Schlüssel. Bleib auf. So, nee, ist ja nur wieder die Tür, ne? Ja. Okay, weil wenn du vermutest, im Schrank ist der Schlüssel, dann müsste er da ja sein, wenn du mich nicht wieder veralberst. Ich habe keinen Schatten. Das wollte ich gerade mal gucken. Okay, ich habe gerade eine Befürchtung. Ich mache hier nochmal dieses Ding an. Und, huch, schmelzt hier alles. Dann schaue ich mal, ob ich nochmal an den Schrank muss. Warte mal, ich gucke nochmal hier, aber ich glaube, hier hatte ich ja auch schon geguckt. Auch nichts drauf. I needed a jar and a plastic tubing. I siphoned gas before. I knew how it was done. I stuck the tube in a vein and sucked on it until blood filled my mouth. Then put the tube in the jar and it just kept coming. The taste of copper haunted me the entire night. Why didn't I think of a syringe? Okay, vielleicht reicht es ja auch, dass wir das hier gefunden haben. Ich probiere nochmal. Reichte. Sehr schön, also kein Schlüssel. Es freut mich, dass ich das nicht nochmal schmelzen musste alles. Das fand ich ein bisschen unheimlich. Sieht irgendwie immer so aus, als wenn wir die Zähne zeigen. Ah, hier ist diesmal was anderes drin. Beziehungsweise wahlweise auch gar nichts. Aber ich vermute mal nichts, was wir brauchen werden. Da haben wir das. Was steht über... Ich wollte gerade sagen, über der Tür steht diesmal gar nichts. Oh. Das ist irgendwie alles nicht hilfreich. Nein, daraus erkenne ich nichts mehr. So, ja, hier haben wir eine neue Tür auf. Okay, das ist wieder das, was er uns eben schon gesagt hat. Weiter geht's. So, was erwartet uns diesmal? Ah, vorhin sind wir, glaube ich, gerade durch, ne? Da ist diesmal auch eine Tür und... Wie gemütlich. Normal. So, ich vermute mal, wir müssen hier durch. Liege richtig. Tür schnell wieder zu. Was steht da? Ich befürchte jetzt ganz Böses, wenn ich mich umdrehe.
Ich bin sehr, sehr krank. Sehr, sehr krank. Well, hattest du auch solche Panik bei dem Spiel? Hast du dich auch so unwohl gefühlt und Angst gehabt, dass jeden Moment irgendwas Böses um die Ecke kommt? Ja, der Blick. Das, kann, ich glaube, ich habe eben wirklich ein bisschen doof aus der Wäsche geguckt. Ernsthaft? Diese blöde Puppe macht doch gleich irgendwas. Aber sie hat einen Schlüssel. Oh, die ist gruselig. Langsam umdrehen. Okay. Mir geht's gut. Mir geht's wunderbar. Trotzdem kommen wir hier nirgends durch. Hey! What the fuck? Was passiert hier? Huch. Ich dachte, ich könnte es aufmachen. Ich dachte nicht, dass ich hierfür einen Schlüssel brauche. Huch, mach die ganz auf. Die armen Mäuslein. Oh, wieder ein bisschen mehr zu lesen. Ein kalter Kaffee. Hey, Lia! Schön, dass du da bist. Pulssenkerpause? Nee, nee. Keine Pulssenkerpause. Das wird hier durchgestanden. In einem Rutsch. Hier wird kein Puls gesenkt. Siehst du, hätte ich jetzt eben eine Pulssenkerpause gehabt, wäre jetzt auch wieder auf 360. Das macht gar keinen Unterschied. Wisst ihr, was richtig geil ist? Ich muss nach dem Stream mit meinem Hund noch im Dunkeln draußen Gassi gehen. Richtig nice. Ja, das ist ein guter Herr, der Vertrauen erweckt. Von dem würde man jede Versicherung kaufen. Sonst noch was? Nee. Hallo? Tür. Achso, ich stehe davor. Tür. Zu. Jetzt wäre schon zu dussig, eine Tür zuzumachen, oder wie sehe ich das hier? Unglaublich.
gutes Kristall. Das zersinge ich hier heute Abend auch noch. Restless Memories. Okay. Ach Leute, ihr seid immer... Ich wollte gerade sagen, ihr seid immer so hilfreich. Oh Gott, ernsthaft? Dass er... Also ich habe nur so die untere, so ab hier habe ich das gesehen, nach unten hin. Aber es sah irgendwie nach Clown aus. Bitte kein Clown, bitte nicht. Okay, das ist irgendwie geil. Nein, Tür zu. Danke. Licht. Kein Licht. Ach doch, da ein bisschen Licht. Aber hier kein Licht. Oh. Es regnet immer noch. Wenigstens eine Konstante in diesem Spiel. Na, geh auf. Okay, hier gibt's nix. Ey! Ist das mir nicht hin und her schwenken wie so ein Honk? Wie meinst du das, Welt? Das kanntest du nicht. Ja, das. Ich hab gemerkt, dass der Raum auf dem Kopf steht. Da. Dazu meinte ich noch, das ist schon sehr geil. Das stand eben noch nicht hier unten, oder? Doch, das stand eben schon hier unten. Als ich da reingeguckt hatte und mich umgedreht habe, stand es schon unten. Aber ich habe auch gemerkt, dass es auf dem Kopf stand, ja. Dieses Haus macht mich verrückt. Also ganz ehrlich, lieber besorge ich den Passierschein A38, als nochmal durch dieses Haus zu gehen. Das haben wir doch gar nicht mitgenommen. Oh Gott. Okay, da sind wir wieder hier. Wir sind ein Bücherwurm. Oder die Bücher greifen uns gleich wieder an, aber da sie den Witz ja schon mal gebracht haben, glaube ich nicht, dass uns das nochmal erwartet. Okay, können wir nicht lesen. So, theoretisch müssen wir jetzt in diese Richtung. Da können wir nicht. Da ist zwar eine Tür, aber da waren wir schon. Licht. Licht. Hier ist auch Licht an der Wand. Hier muss es einen Lichtschalter geben. Gibt es nicht. Aber es gibt wieder einen Fahrstuhl. Finde ich ziemlich, ziemlich uncool.
So. Fahrstuhl ist zu. Ich nutze die kurze Gelegenheit. Achso, warte, kann ich jetzt noch. Ich bin mir gerade nicht so sicher, ob ich hier hin will. Nein, ich will das doch nicht. Ich will wieder zurück. Warum fahre ich jetzt nach unten? Ich will nach oben. Oder konnte ich gerade nicht nach oben? Ich weiß es gerade nicht genau. Doch, ich konnte, glaube ich, nach oben, ne? Ich erinnere mich nur, dass ich der Meinung bin, Richtung unten was gesehen zu. Dass ich da was gesehen habe. Also irgendwas Gruseliges, irgendwie eine Gestalt und die schien zu leben. Und dann will ich doch nicht nach unten. Oh Gott. Entschuldigung, das war die Fliege, die hier rumfliegt. Die ist mir auf die Hand geflogen und das hat mich erschreckt. Es ist mir peinlich. Ein bisschen. Oh Gott. Wie bitte? Hör mir auf mit Schatten, Well. Bin hier echt schon kirre genug. Wenn mich selbst schon eine Fliege fast zu Tode erschreckt, dann ist bald alles vorbei. Ja, Tür natürlich zu. Was auch sonst? Okay. Warum immer diese Puppen? Ich glaube, das hier wird wirklich der. Das LP-Stream, in dem ich am wenigsten reden werde. Egal wie lange ich das hier noch mache, ich glaube, es wird kein Video von mir geben oder keine Videos von mir geben, in denen ich so wenig rede wie hier. Ich bin so angespannt, es tut mir auch ein bisschen leid, aber. Ich kann da nichts für.